Jo, dann mal Gude, ihr Lieben. Heyo, Wolle, grüß dich. Oh, ich hab doch irgendwo einen Ton. Hier drüben. Doppelter Ton. Hilf dich. Grüß dich, Wolle. Hey, Teddy. Moin. Na, ihr Lieben, wie geht's? Oh, nice Notebook geholt. Schön. Alles gut. Ja, meine Ausgaben sind jetzt eigentlich auch fertig. Also, waren sie schon vorher, aber... Ich bin halt so ein bisschen technikverrückt. Ja. Da haben wir gestern aufgehört. Und dann machen wir gleich nochmal ein bisschen weiter. So ein Stündchen habe ich Zeit. Ist ja schon wieder eine halbe Stunde rum hier. Kurz vorbereitet, halbe Stunde rum. Boom. Zack. War auch ungeplant. Klar. Notebooks für 2K ist immer ungeplant. Wie ich nach Hause aus dem Urlaub komme und die Wasserleitung feucht wird, ist auch ungeplant. Da kann ich dann aber nichts dafür, ganz ehrlich. Ich kann da wirklich nichts dafür. Ja, manchmal ist das Leben hart. Ja. Wir werden das durchziehen, ist egal. Wir ziehen es durch. Bisschen Sparbuchmünzen sind noch da. Geht schon. So. Wir können nicht so ewig 103 Jahre rummachen, aber wir warten nochmal, bis drei neue Leute. Sonny Kai! Drei neue Leute da sind. Oh, da ist ja noch mein Uralt-Account. Aha. Mit Strich, ohne Strich. Ne, ne. Guck gerade mal auf dem Handy, auf dem Twitch-Dings. Da bin ich live. Ich sehe mich selber live. Wie viel Latenz habe ich da? 2 Jahre? Passiert nix. Das hat endlich den Löffel abgegeben, das Notebook. Endlich. Endlich. Ey, Mr. Brose, Gude. Kann man hört. Ayo. Und der AT-Chap. Moin, moin. Ich hab hier. Gute Brosen. War der neue Rechner schon? Der steht da hinten. Achso, für dich oder was? Oder wie? Ich hab mal kurz umgeklemmt auf das andere Mikrofon, weil ich gleich mich darüber wieder an den Tisch setze und ein bisschen barschel. Ich werde nur gucken, da hinten an dem kleinen Rechner, der da läuft. Der haben wir gestern zusammengeschraubt. Ich hab mir fast kaputt gemacht, habe ich gesehen. Ich nehme dieses Mikrofon. Guten Tag, ich bin vom WDR und möchte Sie mal was fragen. Was sagen Sie über die Geldverschwenderei in deutschen Haushalten? Traust dich nicht, oder was? Aha. Oh. Au. Au. Ui. Ich hab mir selber donated. Mit ohne Hand. Mit ohne Hand, ich war's nicht. Dankeschön. Dankeschön, Omega. Vielen Dank. Natürlich auch für dich. Also quasi für mich. Auch nochmal ab Herzen an mich, an Omega. Grüß dich. Danke für deine 5 Euro. Genau, es wird viel zu viel Geld für Lebensmittel, Süßigkeiten, Chips und für... Warte mal. Und für Weizenbier ausgegeben. Und ich finde, wir von der neuen WVG-Partei, von der WVG-Partei, ich bin dafür, trinkt mehr Wasser und kauft mehr Computersachen.
Und damit liege ich immer richtig. Wir verschwenden Geldpartei. Seid auch jetzt mit dabei, werdet Mitglied für nur 4,99 Dollar im Monat. Abonniert jetzt. Mein Kleiner guckt ja gerade zu, der denkt, ich hab mein Mikrofon, ich spinne so ein bisschen, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Jo. Ja, Gottlieb, wenn Schulter. Mein kleiner Lütte da drüben, der hat gerade mal schnell gekuschelt und wir haben Zärtlichkeiten ausgetauscht. Hat ein bisschen gelacht, warum ich hier so komisch sitze mit einem silbernen Stab. Okay. Und er hat eine sportliche Verletzung am Bein. Könnten Sie uns gleich schon mal angucken. Warte mal. Bleib mal da. Warte. Wir gucken uns die mal an. Warte mal. So, ich mach mal hier die andere Cam an. Warte mal ganz kurz. Muss mir hier so ein Stückchen vorkommen. Warte mal. Das Kabel vom Kopfhörer ist zu kurz. Was sagen Sie über Ihre Verletzung? Was ist der Grund gewesen? Nein, lassen Sie mich raten. Nein, Sie sind bestimmt beim Chipshol für der Couch abgerutscht. So, Achtung, ihr seht's gleich. Wir gehen jetzt tiefer in die mittlere Position der Höhenlage. Und die Ferse ist sehr verletzt. Es ist eine verletzliche Ferse. Und mein Sohn hat bestimmt starke Schmerzen. Nur wenn ich auftrete. Nur wenn du auftrittst, okay. Okay, alles klar. Jetzt lassen wir den Quatsch mal sein. Ich hoffe, ich habe die Nase geputzt. So, wir gucken mal in den Rechner rein, wie er sich dreht und wendet. Da oben die CPU. Warte mal. Wir schauen da oben rein. Wir haben ein bisschen Quatsch mit Soße gemacht. Eine GmbH, ein gesunder Menschenverstand. Nein. WVG. Von der WVG. 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 Wir von der WVG sind für Wir verschwenden Geld. Trinkt mehr Wasser, kauft mehr Elektronik. Ich spinne ein bisschen. Ich hab das Bier, das verdunstet hier und. Ich habe gestern in der Alpha von der Ravenhurst 4 habe ich, glaube ich, 2 Blaubeeren gegessen. Ist nicht gut. Man sieht auch da oben die Tasche vom Professor, die gerade hier mit reingeschwindelt hat, die sich. mit einem gesunden Verstand verschwund. Okay. Der Propeller da hinten, der Lüfter. Wir haben ja, ich mach mal die Musik leise. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass der Rechner gut ist. Wir haben gestern einen Rechner gebaut, der nicht dabei war, kann sich die Wiederholung angucken. Blaubier? Ja, mit Blaubier, genau. Das Blaubeerbier. Hi, Sanguku, grüß dich. Und wer gestern nicht dabei war, kann sehr gerne in der Wiederholung mal reinschauen. Ich werde auch die nächsten 2 bis 3 Jahre versuchen, das Video zu schneiden oder auf YouTube hochzuladen. Dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. Also zeitnah. Und wir gucken uns nochmal drüben an, warum ich jetzt diese warte mal, stopp, hier drüben, da, warte mal, da muss ich rein, da kann ich Ausrufezeichen H150, ich habe gepostet und zwar habe ich mir kurzerhand so ein Deal geleistet, das war so ein Blitzangebot, kaum Lärm von den Lüftern, gute 1712 und ich weiß nicht, hört man die? Im Moment noch nicht. Im Moment läuft er auf Idle. Wir gehen mal rüber ganz kurz. Ihr kennt das Spiel ja. Jetzt könnt ihr erstmal meinen Bequemlichkeitsranzen sehen. Und wir hören jetzt mal in. Hallo, Herr AMD Ryzen. Was haben Sie dazu zu sagen? So, ja. Und
wenn ich jetzt hier nebendran sitze und ganz normal ganz leise und laut rede, dann kann natürlich sein, dass man den hört so ein bisschen. Er sieht zwar so richtig geil aus, der Protzimotzi, aber der AMD-Lüfter, der ist schon, das ist eine Granate. Der sieht geil aus mit der Beleuchtung, ist wirklich geil. Meine Savi kam eben rein, so, oh, was ist denn das, wie geil sieht das aus? Ich habe mir so überlegt, wo war sie gestern? Ja, nicht so, dass sie hier 3 Stunden eben dran gesessen hat. Okay. Oh, hi Savi. Hallo. Sei lieb, sonst drehe ich die Kamera. Nee. Dann ist zur vorprogrammiert. Dann ist der zur vorprogrammiert, auf jeden Fall. Also, ich habe hier drüben nochmal am Monitor Cinebench angemacht. Das sieht man hier drüben, der Cinebench. Ich habe den 2-3 Mal laufen gelassen. Warte mal, sieht man das ein bisschen? Warte mal, ich versuche mal näher ranzurücken, aber ich glaube, das sieht man nicht, weil es unscharf ist. Ich habe aktuell den Ryzen 2700 hier verbaut. Habe keine Mühe gescheut, fast das Mainboard zu schrotten, nachdem ich gesehen habe, diese Platte auf dem Mainboard kann man gar nicht abmachen. Und ich habe dran gezurrt, bis ein kleiner Riss entstanden ist, aber die CPU läuft, ist alles gut. Genau, erstmal hallo an alle, die sich hier reinlurken. Grüß dich, Ria, meine Liebe, hi. Das Mikro ist nichts wert, das ist ein Behringer, B1, das ist ein gutes. Ich kann natürlich den Kompressor noch rausnehmen und dann hörst du gar nichts, aber ich möchte euch ja demonstrieren, ungefähr, ich will versuchen euch zu demonstrieren, was die Lüftung anstellen kann. Also im Computer. Hey Ria, mein Liebe. Warte mal ganz kurz. So. Und welche Herzen? Ria hat keine arme Kleine. Okay. So klingt es wieder ein bisschen besser. Ich werde jetzt natürlich versuchen, ich sehe gerade auch, dass schmilzt du dahin? Mal gucken, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Bin ja immer so ein bisschen unschön, ein bisschen unsexy. Alles, was quasi nach den Rippen, leicht unter den Rippen kommt, ist ein bisschen unsexy. Obenrum mit der Frisur, es geht. Außer hier oben, da hat man ja gestern gesehen, mitten von oben die Webcam war. Werde ich nie mehr machen. Webcam von oben mache ich nie mehr. Ja, das ist der Prozessor. Ich mache euch jetzt nochmal einen Vergleich. Wir stellen uns jetzt mal hier hin. Wir stellen uns jetzt alle mal hier hin. Sieht man das ein bisschen? Nee, gell? Falsche Seite. Und ich mache den Cinebench mal an und ihr werdet jetzt gleich mal achten, was der Prozessor dazu macht. Also, ich werde jetzt mal versuchen, ganz normal weiterzureden und mache den Cinebench 1 bis 2 Mal an. So, Achtung, Klick. Jetzt geht das Cinebench los. Der Lüfter dreht natürlich ein bisschen hoch. Wird auch noch mal ein bisschen lauter. Wir sind jetzt in einer kleinen, einfachen Anwendung. Der Lüfter ist deutlich lauter geworden. So ein Gerät möchte man nicht unbedingt neben seinen Ohrmutscheln haben. Übrigens ist ein Bench rausgekommen von 1905. Hat sich ein bisschen eingependelt. Ich mach nochmal an, jetzt geht er runter. Jetzt starte ich nochmal, ganz kurz. Ja. Und ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, da reinzuhören. Also das hört sich nicht wirklich hübsch an, ne? Ist kein Geräusch auf Dauer. Und deswegen eine Helmcam, genau. Und gleich hebt der Rechner ab, genau. Und deswegen werden wir dem jetzt eine Corsair A150 Pro RGB einbauen. Eine 3-Lüfter-Variante und das Gehäuse, was ich dazu habe, ist in der Videobeschreibung, also unter dem Stream ist es drin. Kann man sich das nochmal angucken. Wer da Interesse hat, ich gucke jetzt selber nochmal ganz kurz, ob der Link richtig drin ist. Das ist normal ein MIDI-Tower und der ist nicht für All-in-One-Wasserkühlung direkt ausgelegt. Ich habe das Schiebedach offen, genau. Der alte Karlauer. Gut, sei dir verziehen. Nächstes Mal rede ich mit der Betty. Morgens um 4 werde ich mit ihr reden darüber, was du für einer bist. Okay, ich habe das Fraktaldesign-Gehäuse gar nicht drin. Das ist das R5. Das Normale.
Ich will euch das mal kurz nochmal zeigen. Mache ich. Kleine Schelm. Könnte sein, dass es jetzt ein bisschen klappert und kleppelt. Portal die Signe. R5. Heißt. Darf man, ne? So. So, das ist das Gehäuse. Das ist Fraktal Design Define R5. Und ich weiß nicht, ob ihr damit reinguckt auf den Link, den ich euch geschickt habe. Man sieht, der hat oben so Gitter. Ich bin jetzt auf dem zweiten Bild, ne? Da ist der Gehäuse quasi. Der Ton ist abgehackt. Ton ist nicht abgehackt. Quatsch, ist doch nicht abgehackt. Ist er jetzt da? Jetzt ist der Ton da. Entschuldige bitte. Guckt, Ton abgehackt. Siehst du? Danke. Dieses Gehäuse war ursprünglich für eine maximale 2 Lüfter Wasserkühlung. Also, ich weiß nicht, wie lang die sind, ein paar 20 Zentimeter, irgend sowas. Und dann habe ich mir das Gehäuse ein bisschen genauer angeguckt. Kann ich euch meinen Bildschirm teilen? Geht es? Bestimmt. Geht es? Bildschirmaufnahme? Genau. Da ist mein Streambild, das schiebe ich mal rüber. Jetzt sieht man das Gehäuse. Jetzt sieht man hier das Gehäuse. Und zwar, auf dem Bild sieht es noch ganz schick aus. Das ist das Gehäuse, was jetzt hinter mir steht, das gerade läuft. Und auf dem Bild sieht man das ganz gut. Und zwar ist halt hier das Mainboard drin. Hier unten, oh warte mal, genau hier. So, jetzt habt ihr auch Bild. So ist es ganz schick von vorne. Und von der Seite sieht es auch nice aus, wenn der Deckel auf ist. So, und ich habe mir überlegt, ich habe ein Angebot von der 3-Lüfter-Kühlung gehabt. Die war dann billiger wie die 2-Lüfter-Kühlung. Und ich habe überlegt, wie kriegst du das Ding da rein? Das Gehäuse ist normalerweise zu klein dafür. Ne? Gehäuse ist normalerweise zu klein dafür. Du kannst maximal eine 2-Lüfter-Kühlung machen. Er hat auch vorne unter der Abdeckung hat er einen Lüfter oben. Einen Lüfter oben. Können wir reingucken? Ja. Gleich können wir reingucken. Gleich können wir da nochmal reingucken. Und dann habe ich den ein bisschen auseinandergeschraubt, den Dings. So, und die nicht, und zwar jetzt die andere Cam. Die hat sich runtergeschoben. Genau. Ich suche das gerade, wo ist denn das hier? Da ist das. Das ist die Cam. Oh Gott. Total durcheinander. Ist immer schlecht, wenn man so schwer sieht. Genau. Da sieht man jetzt der eine Lüfter, der da oben läuft. Und diese Schlitten von dem Gehäuse. Und zwar ist das quasi. Das sind hier unten die Schlitten und der Lüfter ist hier oben drin. Ich hoffe, mein Mausfall sieht man so ein bisschen. Und dann habe ich mir das Gehäuse ein bisschen näher angeguckt von der Seite. Dann habe ich gesehen, oben vom Deckel kann man diese Teile abmachen. Das habe ich gestern gezeigt, wie das geht. Und einer ist ja noch zu. Und da habe ich mir überlegt, das ist ja nur für eine 2-Lüfter-Kühlung, ne? Platz da. Und da habe ich mir überlegt, das muss doch irgendwie gehen. Und man sieht ganz leicht von der Seite. Man sieht ganz leicht von der Seite, da sind Schrauben. Und hier sind auch Schrauben. Von diesen Gehäuseschlitten. Von dem Gehäuseschlitten sind so Schrauben, Rändelschrauben. Und da habe ich dran gedreht, hinten abgemacht. Und dann habe ich diesen Einsatz rausgenommen. Von den oberen Laufwerksschächten und von den CD-DVD-Laufwerk. Und dann konnte ich noch eine Abdeckung abschrauben. So ein Stück von dem Metall. Und dann habe ich Platz für eine 3 Lüfter-Wasserkühlung mir da geschaffen. Also das ist, ich habe es geschafft. Ich bin fast gut. Nein. Ich zeige euch das gleich nochmal am Gehäuse selber. Warte mal. Ich muss das Handy nochmal anmachen. Ich muss das Handy nochmal anmachen. So, zack, zack. Dann sehe ich das ein bisschen.
Wo ist meine Cam? Catcam war unten. Und Bildschirm? Bildschirm war hier. Genau. So. Eigentlich bist du ja in einem Gamezimmer. Kann man auch ein sehr großes Gehäuse umschwenken. Ja, ich habe ja noch ein Gehäuse hier unten drunter sogar. Ja. Platz gleich Luft. Ja. So, ich zeige euch das jetzt nochmal da drüben. Ich lege meinen Kopfhörer ganz kurz weg. Der ist nämlich zu kurz dafür. Wir gehen nochmal ganz kurz rüber. Ich sehe aber gerade, ich habe das falsche Bild hier. Wir müssen noch Übergang machen. So, so ist besser. So sieht man das nochmal. Also, hier habe ich meinen Chat nochmal, da sehe ich euch. Also, wir haben diesen Laufwerkschacht hier unten. Da ist meine eine SSD drin. Die werde ich noch nach hinten verschaufeln vielleicht. Und habe dann hier den Lüfter. Und in dem ganzen Teil waren die anderen Laufwerke noch drinne. Und oben drüber waren noch die CD-DVD-Laufwerke. Und ganz oben drinne bei dem Gehäuse war, warte mal, ich hole das mal. Also wer so ein Gehäuse hat, ey, wagt euch, schraubt das Ding richtig schön auseinander. Da war noch so eine Abdeckung oben, ganz oben dran. Hat so ein bisschen die Kabel gehalten. Und da habe ich alles abgeschraubt einfach. Ich habe einfach alles abgeschraubt. Das fand ich eigentlich ganz gut. So. Ich mach mal den Rechner aus. So, der ist nämlich laut genug. Lüfterblasen rein, nie raus. Doch, natürlich Blasenlüfter raus, natürlich. Hast du, wie viel PC-Gehäuse hast du gemacht? Hast du hinten am Gehäuse keinen Lüfter? Wenn der bei dir reinpustet, da hast du alles richtig gemacht. Ja. Und auch Grafikkartenlüfter pusten normalerweise raus. Ne, das sieht man dann immer, wenn man hinten bei den Grafikkarten guckt, die haben ja da so kleine Lüftungsschlitze. Da geht die Luft auch nicht rein. Die geht auch normal raus. Oh, ich liebe es, wenn ich klugscheißen kann. Ich habe da so eine Tasse gekauft. Und auch die Netzteile normalerweise. Die Netzteile, die pusten ja auch normal Luft raus aus dem Gehäuse. Aber das RM750 bewegt keinen Lüfter. Das bewegt bei mir keinen Lüfter. Das hat nämlich keine Leistung. Effizienz ist bei dem Ding echt megamäßig hoch. Ja, so, jetzt werde ich den Bruder mal auf den Rücken legen. Ich lege euch nochmal hier beiseite, ganz kurz. Achtung, es bubbelt ein bisschen. Ich werde mir den gleich nochmal zurechtrücken. Und nehme ich nochmal mit hoch, den Stammplatz von gestern. Vielleicht klappt das jetzt ein bisschen besser. Operation. Ich will mal gucken, wie es aussieht. Ja, so lala. So lala. So. Hey. Aber als allererstes. Stellen wir den nochmal beiseite. Wir stellen ihn nochmal beiseite. Und wir werden jetzt die Geschichte nochmal auspacken. Ich hab hoffentlich die richtige bestellt, ich weiß nicht. Es war so ein Blitzangebot, war 60 Euro billiger. Wer nochmal wissen will, was das für ein Teil ist, guckt doch mal unter Ausrufezeichen H150, da sieht man das. Und wir werden das Ding jetzt mal auspacken. Wir haben ganz kurz nochmal was schauen. Guten Tag. So sieht man das ein bisschen besser. So, das ist die H150i Pro RGB. RGB, weil da noch so ein Beleuchtungsheinrich, da kann man irgendwas anschließen mit Licht und so. Ja. Genug Schaltschränke, ja. Ja, bei Schaltschränken ist was anderes. Da hast du meistens nicht so viel Gehäuselüfter. Also die pusten dann zwar rein, aber normalerweise der ein oder andere Schaltschrank hat auch eine Absauganlage. So, ich habe jetzt mal in Inkognito was getrunken, ganz kurz. So, jetzt packen wir das Ding mal aus. Ich lege das Mikro wieder beiseite. Klingt jetzt wieder ein bisschen anders. Ich habe es noch nicht ausgepackt, noch nicht angeguckt. Ich habe nur die Folie abgemacht. Wir gucken zusammen mal rein. Wunderbar. Wunderbar. Anleitung.
komme sicherlich nicht ohne aus. Und ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass der Radiator reingeht. Ich hoffe es. Das ist der. Das ist der Radiator. Schön in Folie. Und ja, unspektakulär. An dem Radiator dran ist eine All-in-One-Lösung. Hängt natürlich das Schlauchgelurps samt Kühler. Kühler, Pumpe, alles in einem. Schöner Kupferblock. Wir werden auch die Originalpaste dran lassen. Ja. Und das ist die Verkabelung dazu. Da kommen die, das sind die Stecker, die drei für die 120er Lüfter. Einmal SADA für Stromversorgung und einmal an den CPU-Kühler für die Temperatur, glaube ich. Ja. So, den lege ich mal kurz beiseite. Ist noch eine Abdeckung drauf. Bei dem Intel-Prozessor, den ich verbaut habe, habe ich auch die Corsair 115 drauf. Und da habe ich noch zwischen dem Kühler und der CPU habe ich Flüssigmetall drauf gemacht. Habe ich es weggewischt und Flüssigmetall drauf gemacht. Ja. Das werde ich jetzt hier nicht machen, denke ich. Ich werde den jetzt erstmal so lassen. Ganz kurz nochmal zu den Temperatursettings, die ich hatte. Oha, was ist denn hier passiert? Die kleine Hölle raidet mit sieben Dudelinis und Dudes. Hallöchen, du Kleines. Du hast vor mir jetzt kein Bild, aber du siehst meine Hand. Hallöchen. Hallöchen, mein Liebes. Grüß dich und vielen Dank für eine Verhorstung für den Mini-Raid. Und Brose ist raus. Du bist mal raus. Tschüssi, Brusel, mein Lieber. Vielen Dank fürs Reingucken. Vielen Dank fürs Reingucken. Hey, Hölle, mein liebes Schnucki. Genau, also da hatte ich Flüssigmetall dran gemacht. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Ich hatte den eben nochmal laufen. 3, 4, 5 Mal Cinebench laufen lassen. 80 Grad hat der Ryzen gehabt. 80 Grad. Gut, ich packe mal weiter aus. Warte mal ganz kurz. So, das heißt, ich mache hier ein bisschen Platz. Und dann gucken wir mal hier rein. Und zwar haben wir hier die Lüfter. Ja, Corsair Standardlüfter. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich habe gesehen, der Minias, der hatte nämlich dieses Angebot auch getwittert und daraufhin bin ich natürlich auch mit eingestiegen und habe das Ding bestellt. Der hat wohl Probleme mit der Lautstärke gehabt bei seiner 115er Kühlung. Da habe ich also überhaupt kein Problem mit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Lüfter hier arbeiten, was die so machen. Ja. Ich habe Kompressor. Kompressor noch mal ein bisschen hochkriegen. Ich hoffe, der Ton ist okay so. Ich wusste nicht, ob ich abgehackt bin oder nicht. So, jetzt haben wir einiges an Halterungen noch mit dabei. Schrauben. Halter. Ein Linkkabel für USB. Vielleicht interessant. Steht da was drauf hier? Nee. So ein Ding hatte ich, glaube ich, beim Intel-Prozessor. Muss gleich nochmal gucken bei der Pumpe. Da muss irgendwo ein Adapter sein für AMD eigentlich auch. Ist noch was drin? Nein. Die wird ja auch für AMD doch sein, oder? Wenn nicht, muss ich umbauen. Jo, AM4 ist mit dabei. Ein Corsair Link ist mit drin, also Kabel dafür mit USB 2 ans Mainboard. Und ja, ich muss mal gucken. Alles gut, Ome? Ja, wunderbar, danke.
Ich muss mal gucken nach der Halterung für den Sockel. Ich muss noch mal gucken nach der Halterung für den Sockel. Welche wir brauchen. So, wir haben Schrauben für die Fans, für den L50 2066 Schrauben. Ja, AM4 irgendwie. Intel. AMD Mounting. Das Ding hier. Das ist so durchsichtig. Sind die dabei? Das sieht voll durchsichtig aus, als wäre das nicht dabei. Aber hier ist irgendwas. Ja, da sind die. Hier sind es. Kommt dann hier dran wahrscheinlich. Damit kann ich den festzurren. Ja. Heißt, das kommt dann hier drauf und dann rendet man das drauf. Gucken wir uns gleich an. Ria und Razer. Das ist schön, ja, das passt irgendwie miteinander. So, jetzt guck ich mal, wie wir das hier zusammenschustern. Ich muss jetzt den, Rechner wieder hier raufwuppen. Und dann muss ich mal gucken, ob wir das alle zusammen uns angucken können, wenn ich das einbaue. Warte. Achtung, es wird rumpeln. Ganz leise. War sanft. So, sieht man das ein bisschen? Kleines bisschen sieht man das. Natürlich. Weiter zur Kamera rüber halt. Dann verbiege ich mir mein Kreuz. So. Also. Der muss hier rein, der Radiator. So, will ich mal gucken. Wie rum am besten. Oder ich mache erstmal den alten. Den alten Kühler mache ich nochmal ab. Schwupps, einmal. Aber der hat so schön geleuchtet im Dunkeln, ne? Autschi. Genau, komm halt einfach mal blöd dran. Also irgendwie finde ich die Intel-Lüfter da ein bisschen intelligenter. Die Kühler. Also die Befestigung dafür. Okay. So sieht er nach. Das ist der Originale. So sieht er aus, wenn der ungefähr eine Stunde gelaufen ist. Ja. Aber schön ordentlich sauber alles, ne? In die Ritze. Ne? Ein paar Lücken sind dran. So, der kommt jetzt erstmal hier ins Regal oder hier nebendran. Erstmal nebendran. Dann eins von den ordinären Tüchern. Ich habe mal überlegt, ob man den auch irgendwie köpfen kann, aber da wurde mir gestern abgeraten, der sei wohl verlötet. Aber nachdem ich Cinebench habe laufen lassen, ich habe den Cinebench laufen lassen und der hat zum Intel über 400 Punkte mehr Cinebench gemacht in Videokodierung. Das ist natürlich eine Ansage, ne? Das ist natürlich was wert. So, jetzt gucken wir mal. Und das könnte man jetzt so rum, aber ich will versuchen, dann schaue ich mal, dass so rumgehen würde. Wegen der Länge. Wegen der Biegung, aber das sieht so gut aus eigentlich. Ich glaube, das wird so. Ich müsste der so rum dann. So rum. Und ja, dann mache ich die so rum drauf. Wunderbar. Ich werde jetzt mal die... Hallo Mikrofon, guten Tag. Ich werde jetzt erstmal die... da ist er. Ich habe ich gesucht. Ich werde jetzt erstmal die Lüfter, die Propeller draufschrauben. Natürlich, wenn das Ding eingebaut ist, hast du fast keine Chance mehr dazu.
Die werden von da geschraubt und dann kommt später von oben dann Unterlegscheiben. Ja, habe ich. So, dann brauchen wir die großen Schrauben für die Lüfter. Jetzt gucken wir da natürlich drauf. Soll ja fachmännisch intelligent gebaut sein. Wir haben hier so einen ganz kleinen Pfeil, den sieht man jetzt nicht wirklich gut. Das ist die Richtung, in denen sie pusten. Und die pusten aus dem Gehäuse dann raus. So, die geht da rüber. Und ich mache die Kabel oben raus. Kabel laufen alle. Ne, warte mal, das ist jetzt vorne. Hinten sollen sie raus. CPU kommt so drauf. Das wäre vorne. So, ne? Ja, dann müssten die eigentlich... Nein, oder? Irre ich mich jetzt. Warte mal, ich halte es nochmal dran. Ja. Laufen die hinten raus. Dann laufen die nämlich auf die hintere Seite und nicht auf die vordere. Hallo Schraubendreher, wo bist du? Kenne ich dich irgendwoher? Hat es ein bisschen geknackt? Nein. Schraubendreher. Jetzt nicht da, ne? Gestern war er noch da. Heute hat er sich verpiest. Sag mal. Ja, dann muss ich halt einen anderen nehmen. Ist ja nicht so, dass ich nur einen hab. Stecken wir hier zurück und... Es geht mit dem nicht. Ich muss jetzt echt nochmal einen Schraubendreher suchen. Das ist unglaublich, ne? Doch, mit dem hier geht es. Jetzt habe ich was gefunden. Was ist mit deiner Kitty Katz? Was hast du mit ihr? Bei der anderen Kühlung habe ich nur zwei Schrauben jeweils reingedreht. Und dreht die Dinger nicht zu fest. Das ist ein ganz einfaches Alu. Das wäre ärgerlich, wenn sie kaputt sind. So, einmal, zweimal. Ich bin mal gespannt, ob ich von den 80 Grad, wie viel ich da runterkomme. Und wie laut der Apparat hier wird. Stell mir da jetzt vor, dass das schon echt gut wird. Was hört sich übel an? Die Schrauben drehen? Zu laut? Die hat eine offene Wunde. Oh, da kann sie sich echt mit der Lucy zusammen machen. Die hat auch ständig offene Verfleischung. Ja, die ist ständig am... Ich kämpfen und beißen. Unglaublich. Wir sind geplant gewesen, in den Urlaub zu fahren. Natürlich 3 Tage vorher oder so, bevor wir los wollten, guckt meine Frau die Lucy an und die hat hinten an dem Bein, hinten in der Nähe vom Popo, hat die eine ungefähr 20 Cent groß, also 20 Cent Stück große Fleischwunde. So richtig schön offenes Fleisch. Die Katze hat ja nichts sagen können. Die hat ja nicht gesagt, du guck mal, da hinten tut mir was weh am Popo. Ne? Aber natürlich erstmal ein Tierarzt, alles hin und her. Haben wir uns richtig gefreut, aber Gott sei Dank, ihr geht's auch gut. So. Steckverbindung mache ich später. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie der Kollege hier drauf kommt. Der muss ja jetzt irgendwie das Ding hier halten. So, das ist ja der Ring, der muss ja jetzt irgendwie hier dran. Der muss ja jetzt irgendwie den Protzi halten. Ich weiß nicht, was die Lucy da Schönes anstellt gerade. Achso, die kann man, hier sieht man es, hier kann man die einfach drehen, den Ring abnehmen. Das ist der Intel-Ring.
Jetzt kommt einfach der AMD-Ring drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Er hat oben und unten die Befestigung. Das heißt, wir nutzen dann auch die Beleuchtung so, dass die richtig zu sehen ist. Oben und unten. So. Wird einfach nur raufgeklickt und fertig. Und dann kommen die zwei Halter drauf. Das geht voll easy und fix hier. Gestern mit dem Mainboard habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr umgeplagt. Ja, das war schön, war das nicht auf jeden Fall, ja. Aber auf jeden Fall, Lucy geht es auch wieder gut im Moment. Da sind wir ja froh. Ja, vor allem wir fahren dann in den Urlaub und wir wissen nicht genau, was los ist und wie es wird und was ist und so. Das ist dann auch natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Ich packe die Schrauben schon mal ein bisschen rein, damit hier nicht gleich alles rumfliegt. Ich habe natürlich keine Unterlegscheiben genommen. Funktioniert auch so gut. So. Bisschen laut, ne? Aber es geht. So, rechnen wir wieder rauf. Achtung. So, Achtung, jetzt klappert es nochmal. So. Jetzt müsste theoretisch der Radiator drauf. Und ich muss ein bisschen Acht geben, weil ich natürlich die Schutzkappe jetzt schon abgezogen habe. Oder mache ich erst den Protzi drauf? Ja. Gucken wir mal hier, wie in den ganzen Lüftern, Kühlern. So rum soll er eigentlich drauf. Ja. Muss er drauf. Klappert ein bisschen laut, es tut mir sehr leid in dem Fall. So, der kommt dann gleich hier rein. Er soll auch richtig rumgucken. Und der kommt dann so drauf. So rum kommt er dann drauf. So, hat er hier die Pöpsel für die Halterung. Wenn der mit der Kühlleistung nicht reichen sollte, werde ich versuchen, mit Flüssigmetall das zu machen, weil das ist ein reiner Kupferkern. Da geht es. Ich darf nur nicht auf diese Schrauben kommen. Da würde es dann gehen, den reinen Kupferkern. So. Wenn wir mal nicht die Schrauben reinfallen lassen, aber das Stromkabel ist rausgezogen. So, leicht ansetzen. Jetzt müsste eigentlich, wenn ich jetzt alles richtig gemacht haben sollte, der das festziehen. Aber ich bin mir gerade unsicher. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich diese Platte nicht falsch rum drauf habe. Ob die nicht so rum drauf kommt. Da sollte man vielleicht mal in der Anleitung lesen. Wozu gibt es dann diesen Zettel hier? Ich frage mich manchmal, wozu ist dieser Zettel hier? Du hast noch Wärmeleitpaste da. Ja. So, das ist Intel. Das ist auch Intel. Immer noch Intel. Warum kommt AMD immer hinten? Habt ihr euch das mal überlegt? Intel ist immer vorne in der Anleitung, AMD hinten. Sollte man sich mal überlegen, warum. Ja. So, den ab und den drauf. Das ist ja schon mal gut. Vorserkühlung drauf, da ist die schon verschraubt. Und, habe ich es richtig rum? Ah, ich hatte es zuerst falsch rum, war mir schon klar, der Abstand war zu weit weg. Deswegen haben wir nochmal uns die Lektüre genommen. Ist ja nicht schlimm, das ist ja schnell ausgetauscht. So, das heißt der dann dahin. Ich habe auch noch ein bisschen Wärmeleitpaste da, also wenn wir da jetzt drauflatschen, wäre es nicht so schlimm. Machen wir die Halter auch dementsprechend richtig. Und ich hoffe, ich kriege den Halter jetzt ordentlich drauf. In der Anleitung haben sie zuerst den Lüfter verschraubt. Da musst du diese Backplate, also diese Halteplatte, musst du dann normalerweise später verschrauben. Ja. Ein Backtail, ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den ordentlich drauf kriegen hier. Ist immer so ein bisschen schwierig für einen, der sehr schlecht sieht. Und die Zettelage weg.
Und wer nochmal Interesse hat, was das hier für ein Teil ist, Ausrufzeichen H150. Das ist die Kühlung, die wir jetzt gerade verbauen. Von Corsair. So, einmal. Da ist gleich zweimal. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. So, das ist die Nummer 1 wieder. WB Nummer 2, hallo. Hatten wir dich nicht auch schon mal? So, jetzt kann man festziehen. Jetzt hat er gegriffen. Noch ist er ein bisschen rutschig. Dann ziehen wir den mit der Hand schön leicht an. Immer gleichmäßig links, rechts. Kontrolliere nochmal. Das sieht gut aus. So, jetzt ist er angesetzt. Jetzt will ich aber zuerst nochmal den Radiator gleich nochmal nach vorne bringen. Und zwar, damit ich unten die Kabel rausziehe. Und endgültig fest mache ich es dann gleich ein bisschen später. Plan? Nee, Ausrufzeichen 150. Sorry. Sorry. Toxic. Sorry. So, machen wir erstmal die Kabel hier ein Stück vor. Und dann gucke ich nochmal nach der Befestigung. Jetzt muss ich mal meine Linsen wegnehmen. So. Okay, einmal, zweimal. Das ist natürlich nicht so, dass die wirklich dafür vorbereitet ist. Wie sollte es auch anders sein? Da sind Lüfter und da. Und da oben stößt er an den anderen dran, ja. Also es ist nicht perfekt dafür, das Gehäuse. Jetzt suche ich mir einfach mal einige Schraubenlöcher. Ja, da ist was, da ist was. Ich zeige dir das gleich nochmal von der Seite. Ich will erstmal eine Schraube ansetzen. So, eine habe ich mal angesetzt. So, ich rutsche jetzt nochmal die Webcam ein Stück. Dann seht ihr das auch, was ich meine. Und zwar ist ja hier oben jetzt, hier oben ist ja alles frei im Moment, ne? Das sind ja die ganzen Abdeckungen, die habe ich abgenommen. Das ist oben. Und das ist ja so eine Wabenstruktur. Und die Schraubenlöcher, die musst du dir erstmal raussuchen, ne? Eine habe ich jetzt mal angesetzt. Und da, dann, ich sag mal, wenn... Doch, es werden sogar alle Schraubenlöcher vorhanden. Bei dem anderen Gehäuse, bei dem XL aus meinem Gaming-Rechner, habe ich, glaube ich, nur zwei Schrauben festgemacht. Ja. Aber es ist wunderbar, es hält und es klappert nicht. Es ist immer das Wichtige, dass das Teil nicht klappert. Ja. So, jetzt nehmen wir natürlich auch gleich nochmal hier drüben eine. So. Noch eine. Hier nehme ich auf jeden Fall die Unterlegscheiben. Auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir hier drüben über Kreuz noch eine. Oh, die passt aber wirklich super geil in dieses Gehäuse rein. Das ist unglaublich. Und du siehst nirgendwo, ob es dafür vorgesehen ist. Ne? Kein Mensch sagt dir, dass das funktioniert. Und die Kühler außen drauf. Ja, das finde ich aber, das würde dann, das wäre mir zu empfindlich dann, außer du machst Push-Pull, dass du von oben und unten Lüfter dran machst. Und ich finde, so ein bisschen aussehen soll er ja noch, so ein kleines bisschen. Ich habe das Gehäuse so viel auseinandergenommen schon jetzt. Ich habe so viele Teile ausgebaut. Aber das Schöne ist, dass es halt auch geht bei dem, ne? Halt das Schöne dabei. So, jetzt muss ich mal ganz hier hinten ran. Schieb, schieb, Achtung. Oh, oh, da ist das Kabel, sehe ich gerade. Das ist eins von den Lüfterkabeln gequetscht. Jetzt muss ich da natürlich irgendwie das... Ganz toll, super. Ah, super. Inge, helf mir doch mal. Oder ich lasse es einfach und keiner merkt es. Aber ich weiß es und das ist das Dumme dann dabei. Boah, fünfgelenkige Armkralle.
Ich muss das Ding mal kurz drehen. Das ist aber eine ganz blöde Ecke da unten. Jetzt hat's klack gemacht. Jetzt hat er verloren. So, jetzt hat er verloren. Ja, einen Designpreis muss er nicht gewinnen, aber so, ich sag mal, ich kauf mir ein Gehäuse nicht nur, damit ich Sachen einbauen kann. Das geht nämlich auch ohne Gehäuse. Theoretisch. Ein bisschen Design darf sein. Ich habe mir überlegt, ob ich einen alten Bierkasten nehme, um das zu verbauen. Mein Magen knurrt ganz laut. So, das reicht jetzt. Das ist auch fest genug, das ist alles wunderbar. Jetzt ziehen wir hier die CPU-Kühler noch mal ein bisschen fest. Schau schon mal nach den Kabeln. So, 1, 2, 3. Könnte ich theoretisch hinten rausführen. Würde gehen. Ja. Das hier war CPU. Ach, da kommt man wieder so gut dran hier. Wie man da so gut dran kommt, wenn alles eingebaut ist. Super. Ich kann euch immer empfehlen, erst alles einzubauen und dann zu gucken. Ja. So, jetzt gucken wir, dass ich die Kabel noch mal hier ein bisschen rein wirbel. Oder besser gesagt raus. Dazu nehme ich noch mal die hintere Platte ab. Ich glaube, wenn was auf die Tischplatte drauf klonkelt, dann ist es richtig scheiße laut für euch, ne? Tut mir auch leid. Auf jeden Fall. Sieht man so ein bisschen was? Ganz wenig, ne? Ich versuche die Kabels hinten rauszudrücken. Dann sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Das ist halt auch das Schöne, wenn du so ein Gehäuse hast, was ein bisschen schick aussieht und alle Kabel weg sind. Ich meine, so ein Freak, dass ich Kabel sleeve, muss jetzt nicht unbedingt. Hey, Stietchen! Eins, zwei, drei, vier. Setze ich die SSD noch nach hinten oder nicht? Dann wäre ich komplett frei hier vorne. Ne, ich lasse da drin. Swash die. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die... Das sind jetzt die Anschlüsse von der Kühlung selber, von der Corsair. Diese Gummis manchmal hier oben, die sind so eng. Die sind so eng, diese Teile. Das ist widerliches Zeug hier. Ich habe immer Angst, dass ich ein Kabel abreiß. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So, und dann kommt es hier so ein bisschen rüber. Stopfen wir hier rein. Okay, okidoki. Was haben wir noch für ein Kabel? Was haben wir da noch für ein Kabel? Das Ding hier. Kann das auch ein bisschen weg.
habe, das sieht auch blöd aus. Wenn es da direkt, wenn es direkt vor der Pumpe sitzt, sieht es echt doof aus. Das ziehe ich mir auch da ein bisschen hoch. So. So, und jetzt haben wir noch einmal Stromversorgung haben wir noch. War da nicht noch ein Linkkabel? Ah, da an der Seite dann. Okay. Erstmal die Stromversorgung noch rausdrücken. Ein guter Tipp. Wenn ihr irgendwann mal Kabel irgendwo durchdrücken müsst, fangt immer mit dem dicken Stecker an. Nicht so wie bei mir jetzt, dass man zum Schluss den dicken Stecker durchziehen muss. Keinen Platz mehr findet dafür. Damn. Ich glaube, ich muss die SSD doch nach hinten setzen. Weil ich nämlich, ich muss die SSD doch nach hinten setzen, weil ich mit dem Stromkabel ein Problem habe. Das ist nämlich zu lang denn. Zu kurz. Das ist dann nämlich zu kurz. Da muss ich mal umbauen ganz kurz. Ich hatte mir gewünscht, dass ich mir eine M2-SSD da noch einbauen kann, aber da muss ich erstmal warten und sparen. Es gab nämlich so ein schönes Blitzangebot von der SSD von Samsung. Die war irgendwie, die 250 GB war irgendwie für 77 Euro im Angebot. Aber da hätte ich erstmal noch mal ein bisschen warten müssen. Fünf andere Sachen kommen jetzt noch dazwischen, deswegen warten wir da noch mal ganz kurz. Wer kennt es nicht, zu wenig Gummis, ja, das auf jeden Fall. Ja. Da ist natürlich das Laufwerkskabel falsch rum. Das heißt, ich drehe das einmal. Drehen wir das einmal. Ne? Wieder meine Nicht-Haare. So, dann geht's besser. Und Zitronen. Einmal. Ganz schön knapp hier. Hier drüben ist noch einer. Aber es passt. Jo. Einmal, zweimal, dreimal. Ich decke noch zu. Bis es muss zugehen. So. Deckel. Jetzt noch mal ein bisschen Klomplom. Es rumpelt gleich noch mal hier am Tisch. Warte mal. Da muss ich noch mal gucken. Überleg, ob das so geht oder nicht. Das Kabel ist hier zu kurz. So. Kriegt er von mir eine Biegung und dann geht es. So.
So, ein bisschen eine Biegung und dann müsste es gehen. Noch einmal. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Okay. Jetzt will ich schon mal gucken, ob ich noch USB frei habe, wegen dem Corsair Link. Aber ich habe, glaube ich, nur noch einmal USB frei. Hast nur noch einmal USB frei. Ich glaube, wir lassen es mit dem USB nochmal sein. Das kann man später mal anschließen. So. Das ist fest. Das ist fest. Das ist fest. Und so sieht doch ein Rechner eigentlich schön aufgeräumt aus. Oder? Ne? Schön aufgeräumt. So. Und jetzt mache ich mal nochmal mein Stromkabel an. Und dann gucken wir mal, ob dieses Propellerchen läuft. So, jetzt müssen wir erstmal meine Kabelchen wieder suchen. Einmal die Schraube runterschmeißen, bitte. Schön brav sein. Zweimal. Strom. Dreimal. Nur noch für die Netzwerkgeschichte. Bisschen Netzwerk. Nehme ich mir dankend an. Nehmen wir schon mal mit rüber. Ups. Ob es funktioniert oder nicht? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt muss ich noch mal einen Schluck trinken. Gute Bricky. Vielleicht ist er eingefroren. Freeze dann, ne? Das kann natürlich auch sein. Strom unten, Hitze unten. Na, da ist... Das Ding wird nicht warm. Ja. Ist der schon an? Ist der schon an? Ist der schon an? Könnt ihr euch noch erinnern an das Geräusch vorhin? Habe ich doch tatsächlich nur noch ein ganz leichtes Säuseln. Okay, warte mal. So. Er läuft. Er läuft und leuchtet. Das ist doch schön. Guck mal. Corsair. Blink, blink. Drei Lüfter. Von oben nochmal das ganze Schüsselring. Ja. So sieht's doch gut aus. Ja. Das FPS-Kit, das ist ein RGB-LED-FPS-Kit. Keine Ahnung, was es bringt. Ist mir wurscht. Es gab es nicht ohne Licht. Darum geht es. Es gab es nicht ohne Licht. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt mache ich meinen Core-Temp an. Oha, 31 Grad. Wir sind mit 4,2 Gigahertz, 31 Grad. Das sieht gut aus. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz Cinebench. Ich hatte noch keinen großen, langen Test gemacht. Ich hatte eigentlich nur Cinebench angeworfen. Und das lasse ich jetzt 1, 2, 3 Mal laufen, damit er jetzt einfach Last kriegt. Aber dreht er jetzt schneller deswegen?
erste Massine Bench. Ich mache so 2-3 Mal. Ihr könnt auch noch ein bisschen reingucken dann. Also es spiegelt leider ein bisschen. Der Cinebench. Cinebench. Und hier ist CPU. Core Temp. Also der hat jetzt 71 Grad. Vorhin ging er auf 80. Also er ist auf jeden Fall 10 Grad ungefähr kühler. Ich mach nochmal an. Ich habe vorhin auch so 3, 4, 5 Mal laufen lassen und habe mir den einfach den höchsten Wert genommen. Das ist halt, der ist jetzt nicht so viel kühler wie das, was ich beim Intel rausgeholt hatte. Ich hatte beim Intel, warte mal, ich mach mal das eine Licht schon mal aus. Ich hatte beim Intel die Wärmepaste ist von der Pumpe, die ganz normale Originale. Ne? Das ist eine ganz normale Originale. Warte mal, mir stellt hier einer ein Bein. Und die bringt natürlich nicht so viel. Ja, die Wärmeleitpaste ist nix, die ist Grütze, keine Frage. Ich habe noch Flüssigmetall, habe ich noch übrig. Und das ist ja Kupfer und da kann man das wohl drauf machen. Ich guck nochmal, ob der Deckel vom Ryzen, ob der das aushält. Der Kühler selber ist ja Kupfer, also dürfte es kein Problem geben. Dann mache ich das, dann mache ich nochmal Rubbel die Katz, mache das nochmal ab ein bisschen. Und ich lasse einfach den Cinebench ein paar Mal laufen. Ich mache mal das aus, vielleicht seht ihr das dann ein kleines bisschen besser. Ne, das ist auch nicht viel besser. Vielleicht wenn ich den ein bisschen rüber drehe, warte. So, ah, so ist besser. So ist wie neu, ne? Krieg ich beides dargestellt? Nee, gell? Ja. Der große Vorteil ist natürlich jetzt, die Lüfter werden nicht lauter. Das Ding wird nicht lauter. Und der CPU-Wert, der ist bei 1900 und ein paar Zerquetschte. Der hat fast 400 Punkte mehr wie der Intel auf 5 GHz. Der 8700. Das ist ordentlich. Vor allen Dingen sind die Geräusche weg. Und das ist das, was ich will. Ich will nicht, dass es lauter wird. Und das Netzteil selber geht ja auch nicht an, ne? Das hat ja keinen Bock anzugehen. So, und wenn ich jetzt mit der anderen Kühlung, mit der anderen Wärmeleitpaste eventuell nochmal, wenn ich da nochmal ein paar Grad rausholen könnte, dann wäre natürlich die Frage, ob ich dann nochmal 100 oder 200 MHz draufpacken könnte. Das wäre eine Rakete. Aber der Ryzen ist schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, das Ding ist schon ganz ordentlich. Und warum man so einen Kühler drauf macht, ist natürlich A, Kühlleistung soll besser sein. Also ich gehe jetzt gleich nochmal auf Core Temp ein. Vorhin hatte ich maximal, da habe ich auch 3, 4, 5 Mal den Test laufen lassen. Da hatte ich 80 Grad Maximalwert. Und jetzt haben wir 74. Also es sind einige Grad weniger, auf jeden Fall schon mal. Es ist allerdings kein Spitzenwert. Also ich habe jetzt auch gedacht, die Kühlung schafft mehr. Ne? Ich habe ehrlich gedacht, die Kühlung schafft mehr, aber vielleicht kann ich durch die Verbesserung der Wärmeleitpaste. Warte mal. Ich saß gerade auf meinem Kabel. Raumtemperatur. Ja, ungefähr 25 Grad. Ja. Ungefähr 25 Grad Raumtemperatur. 24 und. Ja. Warte mal ganz kurz. Bin ich wieder. Nochmal das Mikrofon gewechselt, ganz kurz. Okay. Da bin ich wieder mit meinem anderen Mikro. So, hallo. Fehlt mir auch noch eine Webcam irgendwie. So, da bin ich wieder. So, also Experiment ist geglückt. Ich habe jetzt kein Propellergeschrei mehr. Und was wir vorhin am Anfang hatten, mit dem richtig schön aussehenden... Grün nochmal... Der hat ja richtig geil geleuchtet. Der war ja mit Beleuchtung ohne Ende und mit Hü und Hot und so. Wir haben vorhin uns den Kühlkörper von der Corsair angeguckt. Mir fällt natürlich jetzt auf, wo ich mir den nochmal angucke, dass
ist ein riesiger, großer Fleck. Und der Corsair war ein kleiner Punkt dagegen. Und ich glaube einfach, da liegt jetzt die Krux, das ist nicht komplett abgedeckt. Ja, man sieht zwar, dass der ein bisschen, ein kleines bisschen rausgequetscht hat, aber lieber ein kleines bisschen rausquetschen, wie zu wenig. Und ich glaube einfach, die Corsair hat zu wenig. Da bin ich fest der Meinung von. Ich glaube, der Corsair Kühler hat zu wenig Paste drauf. Ich werde auf jeden Fall das Ding... Ja, die Innenbeleuchtung ist... Keine Ahnung, wer sich sowas erfindet. Ich weiß es nicht. Mein Asus Mainboard blinkt noch mehr. Ja, es hat noch mehr Bling-Bling so gefühlt. Und die Grafikkarte von Asus blinkt auch und leuchtet. Aber das ist... Ja, es gibt halt so Kastengehäuse, die sehen schön aus und stellt es auf den Tisch. Das sieht dann toll auch aus. Ne? Es gibt ja Leute, die kaufen sich Alufelgen fürs Auto. Ja, warum? Ich meine, das ist ja auch viel Reifen. Du hast ja keine Alu-Dinger. Ich sehe aus wie eine Struppi, sehe ich aus. Ja. Und dein Kühlschrank hat auch Innenlicht? Der Wahnsinn. Du hast Licht im Kühlschrank. Für was? Licht erzeugt Wärme. Im Kühlschrank. Denk mal drüber nach. Auch bunt natürlich, nein. Ich glaube nicht bunt natürlich nicht. Das wär's. Also mein Ergebnis auf jeden Fall, knappe 10 Grad weniger, bestimmt noch optimierungsfähig mit Optimierung der Paste unten drunter und die Lautstärke. Wahnsinn. Und der AMD, ich habe den ganz am Anfang ja angehabt und habe hier gesessen am Tisch und habe den so laut gehört. Und im Moment höre ich nur noch den Rechner von der Savi, aber der kommt als nächstes dran. Ja, der wird auch nochmal optimiert. Ich denke mal, da wird der 4790 Einzug halten. Und da will ich gucken, ob wir da Dedicated Server laufen lassen können und 7 Days zusammenspielen können. Wir wollen ein bisschen 7 Days zusammenspielen, die Savi und ich. Ich glaube, das wird ganz lustig, die nächsten Tage nochmal. So, wir haben fast 1 Uhr. Wichtig, der Lärm und die Performance im Griff. Also Performance, kein Thema. Hat der Prozessor super. Der wird jetzt 74 Grad. Das ist auch super. Der darf 90 werden. Vorhin waren wir mit 80 Grad schon knapp dran. Ich habe noch kein Prime laufen lassen. Prime wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger in dem Bereich. Warte mal ganz kurz. Das sieht gerade so komisch aus. Diese komische Lampe da oben, die sieht so blöd aus. Ich kann die gerade nicht sehen. Also, das Corsair-Netzteil, was da drin ist, das ist super leise. Das ist wichtig, finde ich. Eine leise Kühlung ist sehr wichtig. Und ich sitze jetzt hier ohne Kopfhörer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit beiden Rechnern unter Volllast wäre, was ja bei mir auch oft vorkommt, würde ich... Okay, dann musst du ins Bett. Teddy, liebe Grüße an die Frauen Betty, an die beiden Frauen. Wenn ich beide Rechner, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast und für alles so, danke. Einfach nur mal so. Und die Lautstärke ist immer so extrem, finde ich. Und wenn die Rechner laut sind, dann sitze ich ungern da dran, ganz ehrlich. Und ich habe jetzt noch Savis Rechner, der wird nochmal gefummelt, der wird nochmal gepimpt. Und dann wird er auch schön leise. Ob da eine Wasserkühlung reinkommt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich... ich will jetzt erstmal gucken mit anderen Sachen nochmal. Und der schickt noch eine Grafikkarte. Vielleicht ist die dann nochmal einen Ticken leiser. Ich habe gesehen, die hat ja gute Lüfter. Die müsste eigentlich leiser sein. Der Stielchen. Bin so gespannt schon drauf. Aufs Umbauen, Schrauben. Machen wir dann auch wieder live? Ich denke ja. Das machen wir dann auch wieder live. So. Wir werden heute nicht spielen. Das ist schon voll spät und ich muss gleich wieder aufstehen eigentlich. Ja. Hölle ist auch mal raus. Allen eine wunderschöne Nacht. Ich habe jetzt länger gebraucht, wie gedacht. Aber es läuft jetzt und es ist super leise. Das ist das Schöne dabei. Ich setze den Rechner nochmal neu auf. Obwohl, das ist ein neues System. Ich muss nur einen anderen Key, Windows-Key, eingeben. Da ist noch ein alter von meinem Rechner drauf. Ich habe mir aber noch einen geholt. Ja, und dann kommt der neu aufgesetzt, dann kommt OBS drauf und dann werde ich die nächsten Tage
den als Stream-Rechner einrichten. Ich werde das OBS umziehen lassen auf den anderen Rechner jetzt, auf den neuen Ryzen, und werde gucken, was der bringt an Performance. Ich muss gucken, ob ich mit der Capture Card, ob ich da ins Reine komme mit der, die ich habe. Bin ich noch nicht ganz sicher, aber ja. Alle Stricke reißen, verkaufe ich die Kiste da hinten. Ja. Aber irgendwie nicht. Magst du Dinger? Ich muss mir die Hände waschen. Gestern kam ich nicht zum Händewaschen, und wenn du so Elektronik-Sachen hast, das ist, die haben einen ganz merkwürdigen Geruch im Moment. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich würde euch gerne nochmal weitergeben an irgendeinen, der streamt, der vielleicht auch Spiele macht. Ich muss heute vielen lieben Dank sagen für die Anteilnahme, dass wir im Kreativmodus auch wieder 20 Dudes hier zusammen hatten. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeguckt habt. Ich werde das Video versuchen zu schneiden, sofern der zweite Rechner da hinten ordentlich mitarbeitet. Das würde ich gerne auf dem da hinten mal rendern. Mal gucken, was das für einen Unterschied gibt. Ich glaube, der ist nochmal deutlich schneller beim Rendern. Und das heißt, alles, was ich auch auf Twitch jetzt mache, wird automatisch auf YouTube nochmal landen. Ich hoffe einfach, dass da vielleicht nochmal ein paar Leute gucken, weil ich habe immer gesehen, in den Kommentaren sind viele, die nicht rübergehen von einem zum anderen Kanal. Sind viele, einfach die bleiben dort, und viele, die bleiben dort. Ja. Eine wunderschöne gute Nacht. Tschüssi aus Baden. Tschüssi euch im guten Hessenland hier. Ja. Vielen Dank für euren Support auch. Vielen Dank für die Chatlines, und das freut mich immer sehr, dass wir zusammen teilhaben können. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Morgen arbeiten, ich weiß nicht, morgen ist Donnerstag. Ein Arbeitskollege kriegt sein Kind. Alles Gute auf dem Weg. Sogar steht Daumen, dass alles klappt. Und ich würde auch nochmal gucken, ob irgendeiner streamt. Dann gebe ich euch nochmal weiter. Es auch in einem neuen Tab aufmachen, dann geht es besser. So, noch mal ein bisschen hin und her. Ja, dann muss ich auch gucken, wenn ich ein anderes OBS habe, dass ich oh, warte mal, doppelt gemoppelt? Nein, so. Jetzt ist besser. Dann muss ich auch gucken, wie ich das mit der Bildschirmaufnahme mache. Dass ich euch keine privaten, intimen Sockenfotos zeige. Und gebrauchten Socken oder so. Wollen wir ja nicht. Das kriege ich aber noch hin, das wird klappen. Oh, sind alle offline? Kann das sein? Sind alle schlafen gegangen? Gerade nochmal, ob ich da noch jemand finde. Noch einer 7 Days oder so? Junior? Kenne ich die Junior gar nicht. Guck mal, Ufo-Mann, der ist eigentlich auch immer ganz lustig gewesen. Den habe ich auf YouTube kennengelernt, den Ufo-Mann. Ich höre mal ganz kurz rein hier. Wer ist dann Junior? Kenne ich die Kleine? Große? Oha, die Qualität ist aber... Ja, ja, das kommt doch ganz drauf an, welcher Zombie-Typ... Ja, da gehen wir da rüber. Gehen wir mal zu Junior. Wir machen das mit kleinem Raid. Wie gehabt, 100 Raids braucht man irgendwie, da gibt es irgendeinen Bonus. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Den nächsten Stream werden wir, denke ich, wieder was spielen. Nicht mehr so viel rumschrauben, eher was spielen. Und deswegen lieben Dank für eure Chatlines, vielen Dank, dass ihr da seid. Das freut mich immer von ganzem Herzen, dass auch die Leute einschalten, auch wenn sie nichts schreiben, aber ich sehe immer dann oben eine Zahl, zweistellig, immer sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da seid. Gute Nacht. Schlaf gut. Viel Spaß bei Junior. Hallo Omega, danke für deinen Raid und schönen guten Abend. Und und hallo an die Zuschauer von Omega. Hallo Fuffel.
Dings hattest du in deinem Stream gespielt, Omega? Da wo du gerade vorbeigelaufen bist, ist auch eine coole Tanke, ne? Da gibt's auch guten Loot drin. PC-Building Simulator. Guten Morgen, R171-2D. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst aussprechen soll. Entschuldigung. Ja, ich muss meine Wasserkühlung hier auch noch verbauen. Die liegt hier noch rum und ja, wartet noch drauf, verbaut zu werden auf dem CPU. Hatte die hier nicht auch einen Bunker? Ja, hat sie. Hier, oder? Nee, irgendwo ist eine Klappe, eine richtige Klappe auf dem Boden. Ich glaube. Ah, hier ist die Klappe. Nee, eine richtige Klappe. Achso, okay. der Stream hängt wieder. Ja, ist okay. Du bist ja schon wieder viel weiter. Drinnen in dem Gebäude ist ein bisschen blöd, weil da alles vollgestellt ist mit Regalen. Da kann man sich nicht gut bewegen. Also wenn da Zombies drin sind, muss man ein bisschen jonglieren. Aber sonst ist das auch ein guter Loot, gibt da. Oh, stirb doch. Ja, was sie mit den Farmern gemacht haben, das weiß ich auch nicht. Also. Ja, manchmal halten die voll viel aus. Ja,